Metabolismus stinkt. Metabolismus stinkt. Also radikale Kunst ist ultraradikal. Aber der Künstler ist nicht radikal. Das braucht er auch nicht zu sein. Er muss spielen ohne Ritual und dann wird's radikal. Das Herz darf nicht kreativ schlagen, weil dann bist du tot. Ja, das schlägt instinktiv und das ist radikal. Immer gleich, mit minimalen Abweichungen. Aber es wird sich immer wieder einpendeln. Das ist dieser gleiche Rhythmus wie DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft. Verschwende deine Jugend, als wär's das letzte Mal. Immer nach vorne, marschieren, marschieren, marschieren. Das ist die Radikalität der Sache. Ich brauch doch nur in Haimaul reinzugucken und sehe Radikalität.